Merci. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, nach gut einem Jahr ist es wieder soweit. Unser Bundeskongress, einer der schönsten Termine im Jahr, und ich möchte gleich am Anfang die Gelegenheit nutzen, mich bei Johannes sozusagen anzuschließen, nur dass ich dich ausdrücklich mit einbeziehe. Liebe Jusos Mecklenburg-Vorpommern, danke, dass ihr unsere Gastgeberinnen und Gastgeber an diesem Wochenende seid. Das ist nicht despektierlich gemeint, aber gerade als einer der kleineren Landesverbände ist das keine Selbstverständlichkeit, diese Monsteraufgabe, die in weit mehr besteht, als nur heute, morgen und übermorgen hier ein bisschen was von links nach rechts zu schieben, zu bewältigen. Wir wissen das sehr zu schätzen und versuchen, gute Gäste zu sein für euch. Es ist schön, dass wir diese doch sehr üppige Veranstaltungshalle für unseren Bundeskongress bekommen haben. Und wer sich online mal ein bisschen umguckt, sieht auch, wir befinden uns hier in dieser Halle in harter Konkurrenz. Hier finden ansonsten auch andere große und wesentliche Veranstaltungen der öffentlichen Diskussion statt. Um nur drei Beispiele zu nennen, wer hier in den nächsten Wochen, falls ihr noch länger bleiben wollt, auch noch zu Gast sein wird. Das ist einmal die Kelly Family, die vor Weihnachten noch kommen wird. Außerdem Kerstin Ott und rund um den Jahreswechsel das Musical Der kleine Drache Kokosnuss. All das findet hier in dieser Halle statt und wir reihen uns gerne ein. Was hier nicht stattfinden wird, das ist die Rocky Horror Picture Show. Die findet heute in Leipzig beim CDU-Parteitag statt, denn nur dort spricht Friedrich Merz, liebe Genossinnen und Genossen. Leipzig, wenn wir schon beim Thema sind, ist in Sachsen bekanntermaßen und nicht weit weg von einem anderen sächsischen Ort. Dieser Ort heißt Arnsberg. Arnsberg dürfte den meisten bis heute nicht bekannt gewesen sein, vielleicht bis zu dieser Sekunde nicht. In Arnsberg gibt es noch eine Bürgermeisterin, sie heißt Martina Angermann, sie ist Genossin und sie hat gestern im Gemeinderat der Stadt Arnsberg nach 18 Jahren als Bürgermeisterin angekündigt, dass sie sich befreien lassen möchte von diesem Amt. Nicht, weil sie keine politische Rückendeckung mehr in der SPD gehabt hätte, nicht, weil die Menschen in der Stadt sie abgewählt haben, sondern weil sie sich konsequent über Jahre hinweg Nazis und Rassisten in den Weg gestellt hat, weil sie den Mund aufgemacht hat, als eine selbsternannte Bürgerwehr Geflüchtete an Bäume gefesselt hat und weil sie dem Druck nicht mehr standgehalten hat dort vor Ort. Situationen wie diese erleben wir immer häufiger in letzter Zeit. Wir haben sie erlebt in diesem Jahr leider in insgesamt 3 Landtagswahlkämpfen in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen, wo Genossinnen und Genossen, aber auch andere Demokratinnen und Demokraten im Rahmen ihres Engagements angegriffen wurden, wo sie sich auf Todeslisten oder Ähnlichem wiederfinden. Wir haben es erlebt bei dem kaltblütigen Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Wir haben es erlebt bei dem Versuch eines antisemitischen Attentats in der Stadt Halle, das am Ende 2 Menschen das Leben gekostet und andere verletzt hat. Liebe Genossinnen und Genossen und alle da draußen, wir sind an der Seite derjenigen, die Antifaschismus leben, die sich abends verschrocken auf der Straße umdrehen in diesen Tagen, wenn es hinter ihnen raschelt, weil sie nicht wissen, ob es diejenigen sein könnten, die im Netz gegen sie hetzen. Wir sind bei denen, die am nächsten Samstag in Braunschweig gegen den AfD-Parteitag demonstrieren. Und wir sind an der Seite derer, die Hass im Netz erleben. Wir beteiligen uns nicht an der Verrohung der Sprache. Wir argumentieren in der Sache und das auch hart. Aber wir lassen nicht zu, dass demokratisches Engagement im Grundsatz diskreditiert wird. Wir sind hier, liebe Genossinnen, in der Halle und darüber hinaus. Und wir geben keinen Millimeter nach rechts preis. Der sächsische Ministerpräsident, Herr Kretschmer, hat den CDU-Parteitag heute mit einer Rede eröffnet, in der ein bemerkenswerter Satz gefallen ist. Dieser Satz lautet, die CDU hat mit der AfD nichts zu tun. Nun kenne ich und kennen viele von uns auch Mitglieder der CDU. Da sind auch durchaus anständige Menschen drunter.
Aber die Behauptung, die CDU habe mit der AfD nichts zu tun, immer noch aufzustellen, nachdem es mittlerweile in gut 2 Dutzend Kommunen bundesweit offene Kooperationen gibt, wo sich die örtlichen CDU-Mitglieder auch 0,0 davon beeindrucken lassen, dass Paul Ziemiak ihnen ein ums andere Mal über die Bundespresse versucht, einen Einlauf zu verpassen, die kann eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass es diese Form der Kooperation gibt und dass dort etwas aufzubrechen droht. Und wenn ich in Thüringen nach der Landtagswahl sehe, dass es anscheinend möglich ist, in der dortigen CDU innerhalb von 5 Minuten jegliche Zusammenarbeit mit Bodo Ramelow und der Linkspartei auszuschließen, aber es ein wochenlanges Gewirr gebraucht, bis man sich dann immer noch nicht dazu positionieren kann, wie man es eigentlich mit der AfD unter Faschist Bernd Höcke halten möchte, dann ist das ein Armutszeugnis und dann hat diese Partei sehr wohl einiges zu leisten im Umgang mit der AfD und der Klärung ihres Verhältnisses zu dieser Partei. Sie sollte keine Lügen darüber verbreiten. Und mitten in dieses politische Jahr und die beschriebenen Beispiele hinein platzt heute noch eine andere Meldung. Einige werden es noch gar nicht mitbekommen haben. Im Land Sachsen-Anhalt gibt es seit heute einen neuen Innenstaatssekretär. Soweit so unwesentlich eigentlich für den Verlauf dieses Kongresses. Interessanter wird es, wenn man sich anschaut, wen der CDU-Innenminister Holger Stahlknecht sich da als neuen Staatssekretär in sein Ministerium geholt hat. Es ist Rainer Wendt, der langjährige Vorsitzende der sogenannten Deutschen Polizeigewerkschaft. Rainer Wendt, der vor Jahren unrechtmäßig, wie mittlerweile auch offiziell bestätigt ist, Bezüge des Landes Nordrhein-Westfalen bezogen hat, obwohl er schon jahrelang nicht mehr im Polizeidienst war. Also der Rainer Wendt, der jetzt öffentlich für Recht und Ordnung eintreten soll, darüber sogar Bücher geschrieben hat und sich nicht zu schade ist, sich dazu in jeder Talkshow zu äußern, der selber dann Recht und Gesetz gebrochen hat, der soll nun also wieder in so einer Aufgabe für die öffentliche Ordnung zuständig sein. Rainer Wendt, der eine genetische Veranlagung bei jungen Muslimen zur Diskriminierung von Frauen sehen wollte vor einiger Zeit, der die Ablehnung von Racial Profiling durch deutsche Gerichte als schön geistige Rechtspflege bezeichnet hat und, das sei an dieser Stelle gestattet, dazu zu sagen, der Stehplätze in deutschen Fußballstadien gerne abschaffen möchte. Dieser Rainer Wendt hat in öffentlicher Verantwortung weder auf dem Ticket der CDU noch sonst irgendeiner demokratischen Partei etwas zu suchen. Die CDU sollte sich schämen, so jemand in Amt und Würden zu heben. Wenn das die Abgrenzung nach rechts der CDU sein soll, dann können Sie sich diese Abgrenzung in die Haare schmieren und können gerne als nächstes als Finanzstaatssekretär auch noch Uli Hoeneß nach Sachsen-Anhalt holen. Das wäre in ähnlicher Weise glaubwürdig wie diese Aktion. Und zu allem Überfluss, und damit möchte ich es dann auch belassen mit Blick auf den geliebten Koalitionspartner, hat uns dann vor wenigen Tagen auch noch auf Facebook eine Einladung zur Weihnachtsfeier der Jungen Union in Mitte erreicht. Schlager gegen links ist der Titel dieser Veranstaltung gewesen. Falls jemand schon bei der Reiseplanung war, die wird jetzt leider nicht stattfinden, weil der Veranstalter das Ganze abgesagt hat. Aber Spaß beiseite. Wer nicht rafft, dass man mit der Formulierung Schlager gegen links, hier geht es nicht um Linksradikalismus oder Extremismus, wie die das dann vielleicht nennen würden oder ähnliches, dass man sich, ob willentlich oder nicht, in die Tradition stellt von Veranstaltungen wie Rock gegen links in Thüringen, einem riesigen Nazi-Festival, was dort jährlich stattfindet, der hat wirklich nicht alle Tassen im Schrank oder ob es, um es in Schlagerdeutsch zu sagen, Marmor, Stein und Eisen bricht, aber eure Ignoranz, die nicht. Schämt euch, liebe junge Union. Und Roland Kaiser gehört übrigens immer noch uns. Bad Sheep. Es ist besonders bedrückend, rund um solche Nachrichten etwas zu hören, was man gerade auch aus der eigenen Partei nicht hören möchte. Um es klar zu sagen an dieser Stelle, nie wieder darf es vorkommen, wenn wir es ernst meinen mit unseren Appellen an Demokratie, Antifaschismus und Zivilgesellschaft,
dass die Mittel des Programms Demokratie leben, die überhaupt nur deshalb eingeführt und regelmäßig erhöht wurden, weil die SPD immer wieder, und zwar gerade auch unter Manuela Schwesig, der hiesigen Ministerpräsidentin, dafür gekämpft hat, dass diese Mittel nicht in vollem Umfang fortgeschrieben werden, dass Träger darum fürchten müssen, im nächsten Jahr nicht finanziert zu werden und ihre wichtige Arbeit gegen rechts in diesem Land leisten zu können. Nie wieder darf eine solche Situation entstehen. Und genauso möchte ich auch in den nächsten Tagen keine weiteren Meldungen dazu lesen, dass es irgendwelche Erlasse gibt, Vereinen die Gemeinnützigkeit einzuschränken, wenn sie sich nicht zu ihrem originären Themenbereich, sondern politisch engagieren. Um es klar zu sagen, kein Karnevals- und kein Taubenzüchterverein in diesem Land darf Unklarheit darüber haben, dass er sich selbstverständlich jederzeit für Demokratie und gegen rechts einsetzt. Darf, ohne dass die Kassenbücher danach anders aussehen. Liebe Genossinnen und Genossen, die vergangenen 2 Jahre sind für unseren Verband wie im Rausch verlaufen. Über den Kater, der unweigerlich nach einem Rausch folgt, habe ich eben ein bisschen gesprochen, aber lasst uns an dieser Stelle auch die Erfolge und das Erfreuliche und den Blick nach vorne nicht vernachlässigen. Als wir vor 2 Jahren in Saarbrücken beim Bundeskongress zusammensaßen und ihr mich zu eurem Bundesvorsitzenden gewählt habt, da sind wir, ohne es so richtig zu merken, zu diesem Zeitpunkt gerade mitten in die No-GroKo-Kampagne reingeschlittert. Jamaika war 5 Tage vorher geplatzt, alle Augen waren plötzlich auf uns und der Verband war ins kalte Wasser geworfen und musste losschwimmen. Und er hat das bravourös gemacht. Unser Verband hat in den letzten 2 Jahren eine Kampagnenfähigkeit an den Tag gelegt, wie wir sie selten erlebt haben. Wir haben uns selbst belohnt mit einem enormen Mitgliederzuwachs. Wir sind heute über 80.000 Mitglieder in unserem Verband. Regelmäßig erreichen uns Nachrichten von weißen Flecken, die endlich geschlossen werden können, weil Juso-Gruppen sich gerade auch im ländlichen Raum neu gründen und weil junge Menschen bei uns ihre politische Heimat gefunden haben. Wir haben unsere Online-Kommunikation verstärkt und können mit Fug und Recht von uns behaupten, tatsächliches Community-Management heute zu betreiben, nicht nur One-Way zu kommunizieren, sondern tatsächlich in den Austausch zu treten. Und wir haben politische Erfolge errungen. Lasst mich ein paar Beispiele nennen. Das Sozialstaatspapier, was die SPD in 2 Wochen auf ihrem Bundesparteitag beschließen wird, das ist auch unser Verdienst gewesen. Dieses Sozialstaatspapier macht Schluss mit einer unseligen Geschichte von 15 Jahren Hartz IV und der entsprechenden Hartz IV-Diskussion drumherum. Dieses Sozialstaatspapier bekennt sich zu vielen Dingen, für die wir lange gestritten haben. Ein Rechtsanspruch auf Qualifizierung und Weiterbildung. Die Anerkennung von Lebensleistung dadurch, dass Menschen nicht nach einem Jahr Arbeitslosengeld I ins Bodenlose fallen. Niemandem soll mehr das Haus unterm Hintern weggezogen werden. Kinder, die oder Jugendliche, die arbeiten, sollen nichts mehr von ihrem Lohn abgezogen kriegen, nur weil die Eltern Transferleistung vom Staat bekommen. Wir wollen eine Kindergrundsicherung einführen, damit tatsächlich alle Familien, und zwar vor allem die Ärmeren, profitieren und ihren Kindern sozialen Aufstieg bieten können. Und, liebe Genossinnen und Genossen, neben diesen vielen Erfolgen, zu denen viele auch noch hinzuzufügen werden beim Sozialstaatspapier, werden wir es auf diesem Parteitag, davon bin ich überzeugt, auch schaffen, uns von diesem Sanktionsregime zu verabschieden, weil unsere Position die richtige ist, dass eine Grundsicherung eine Grundsicherung eine Grundsicherung ist und durch nichts zu relativieren ist, liebe Genossinnen und Genossen. Wir werden in diesen Konflikt reingehen und wir werden ihn gewinnen auf dem Parteitag. Der Rückblick auf die letzten 2 Jahre ist auch der Rückblick auf eine Begebenheit, die heute unter dem Stichwort Sozialismusdebatte zusammengefasst wird. Das spricht sich immer ein bisschen komisch aus dem Mund von Jungsozialistinnen und Jungsozialisten, weil wir im Prinzip jeden Tag Sozialismusdebatte bei uns veranstalten. Aber nun ist diese Debatte in die Öffentlichkeit, in die breite Öffentlichkeit getragen worden. Am Anfang, die ersten 2 Tage, ich habe mir das nochmal durchgelesen im Vorfeld dieses Kongresses, ist das verlacht worden. Ach Gottchen, die Jusos, jetzt sind sie wieder auf Normalgröße zusammengeschrumpft und reden wieder über ihren Quatsch. Jetzt können wir die auch langsam wieder abstempeln. Aber die Diskussion klang nicht ab nach 1 oder 2 Tagen. Sie nahm muntere Züge in der Gesellschaft an. Menschen unterhielten sich plötzlich über Vermögensverteilungsverhältnisse, darüber, wie Arbeit vielleicht auch anders organisiert werden kann, was die Rolle von Genossenschaften in unserer Gesellschaft ist.
Das Handelsblatt machte eine siebenseitige Titelgeschichte mit der Fragestellung, wie müssen wir den Kapitalismus ändern, damit er überleben kann. Da haben sich also Leute tatsächlich angegriffen und herausgefordert gefühlt, ihre Art des Wirtschaftens und Zusammenlebens erstmals seit langem öffentlich rechtfertigen zu müssen. Es gab Börsenexperten, die vor laufender Kamera rumgestottert und irgendwas vom Grundgesetz erzählt haben, was jetzt gegen die Jusos verteidigt werden müsse, bis sie dann erschrocken gemerkt haben, dass vieles von dem, was wir da fordern, ja tatsächlich schon im Grundgesetz drinsteht und bisher einfach nur nicht gemacht wurde oder tagtäglich angewendet wird, wenn zum Beispiel Bäuerinnen und Bauern enteignet werden auf ihren landwirtschaftlichen Flächen, wenn es darum geht, Verkehrswege auszubauen. Und nicht zuletzt haben sich zwei sehr schweigsame Menschen herausgefordert gefühlt, erstmals seit langer Zeit ein Interview zu geben. Susanne Klatten und Stefan Quandt, zu denen ich, ohne sie jemals getroffen zu haben, eine große persönliche Freundschaft im letzten halben Jahr aufgebaut habe und die viel Widerhall in verschiedenen Reden auch gefunden haben, haben sich dazu durchringen können, ein Interview im Manager-Magazin zu geben. Und in diesem Interview gibt es einen wunderbaren Satz, der auf ganz eindrucksvolle Weise bestätigt, warum diese Debatte richtig war, richtig ist und einen Nerv getroffen hat. Sie haben sich hinreißen lassen zu dem Satz, wer würde schon mit uns tauschen wollen? Und als ich das gelesen habe, dachte ich, naja, also ich sehe quasi gesellschaftlich vor mir Millionen von Armen hochgehen, aber ich möchte den beiden an dieser Stelle gerne ein Angebot machen. Liebe Frau Klatten, lieber Herr Quandt, lassen Sie uns tauschen, wenn das ein ernst gemeintes Angebot ist. Lassen Sie uns tauschen, und zwar nicht wir persönlich. Ich will Ihr Geld nicht haben. Wir wollen Ihr Geld nicht haben. Lassen Sie uns einen Tausch machen, dass wir eine funktionierende öffentliche Infrastruktur, digitale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, beste Bildung, eine nachhaltige Klima- und Umweltpolitik, bestmögliche Ausbildung, auch für die Fachkräfte, die bei Ihrem Unternehmen, bei BMW später arbeiten sollen, hinkriegen in dieser Gesellschaft im Tauschgeschäft gegen eine vernünftige Vermögensbesteuerung in Deutschland, zu der Sie beitragen können. Das ist der Deal, den dieser Verband Frau Quandt und Herrn Klatten anbietet und den wir immer wieder erneuern werden und auch durchsetzen werden, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben etwa zur gleichen Zeit uns auf der Straße befunden. Wir haben unsere Europawahlkampagne gemacht. Und sie war ein bisschen anders, als sie sonst in der Vergangenheit war. Denn wir sind nicht einfach nur als die Jugendorganisation der SPD auf die Straße gegangen und haben eine Jugendkampagne gemacht, sondern wir hatten das große Glück, und das haben wir uns hart erkämpft, für unsere eigenen Kandidatinnen und Kandidaten auf die Straße gehen zu können. Zwei von den vielen von uns, die losgelaufen und angetreten und sich der demokratischen Wahl gestellt haben, zwei von den vielen haben den langen Weg geschafft und sitzen heute auch für uns im Europäischen Parlament. Liebe Delara und stellvertretend an dieser Stelle auch für Timo, wir sind sau stolz darauf, dass ihr es probiert habt, dass ihr auch die vielen Nackenschläge, die mit diesem Weg verbunden waren, auf euch genommen habt. Wir sind stolz darauf, dass ihr unsere Fahne heute im wichtigsten Parlament dieses Kontinentes hochhaltet, dass ihr unsere Partei, unsere Parteienfamilie und das ganze Parlament treibt. Und wir werden euch auf die Finger gucken in den nächsten Jahren, dass ihr nicht vergesst, wo ihr herkommt und unsere Werte in dieses Parlament reinbringt. Wir sind bester Dinge und wir sind froh, euch unter uns zu wissen. Ihr seid ein Teil dieses Verbandes und dieser Verband ist jetzt ein Teil des Europäischen Parlaments und darauf sind wir stolz. Wir haben nach jahrelangen Anläufen das Berufsbildungsgesetz vor wenigen Wochen reformieren können. Wir haben es geschafft, nach einem jahrelangen Kampf mit Gewerkschaftsjugenden und Gewerkschaften und an der Seite, das möchte ich ausdrücklich betonen, von unserer Bundestagsfraktion, namentlich Jasmin Fahimi und Oliver Kaczmarek und auch an der Seite von Hubertus Heil insbesondere, eine Mindestausbildungsvergütung in Deutschland einzuführen. Wir haben dafür gesorgt, dass der letzte Tag vor der Prüfung zukünftig ein freier Tag sein wird. Dass ein Tag in der Berufsschule keiner mehr sein wird, an dem man nochmal in den Betrieb zurückkehren muss. Dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeberseite Lehr- und Lernmittel in Zukunft finanzieren muss und vieles mehr. Wir haben nicht alles geschafft, was wir schaffen wollten.
und die Mindestausbildungsvergütung ist nicht ganz so hoch, wie wir sie uns gewünscht haben, und sie wird erst noch reinwachsen müssen in den nächsten Jahren. Aber das, liebe Genossinnen und Genossen, dass sich die Situation für Hunderttausende Auszubildende jetzt konkret verbessern wird, das erkennen auch wir an. Das ist unsere Leistung gemeinsam mit den anderen genannten, und ich bin stolz darauf, dass wir den langen Atem bewiesen haben über mehrere Jahre hinweg, um das zu verbessern. Soll noch mal jemand sagen, dieser Verband interessiere sich nicht für Auszubildende und ihre Lebensrealität? Das wäre ja wohl gelacht. Wir zeigen, dass wir an der Seite von Auszubildenden stehen und mit ihnen gemeinsam für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben oder werden in den nächsten Wochen die Tamponsteuer gesenkt bekommen. Ich danke an dieser Stelle ausdrücklich nochmal Kati, Almut und vielen anderen, die sich rund um dieses Thema eingesetzt haben und dafür gesorgt haben, dass menstruierende Menschen in Deutschland zukünftig nicht mehr für die Dinge des täglichen Lebens zahlen müssen als andere und damit einer groben Ungerechtigkeit ausgesetzt sind. Manche verlachen das als Kleinigkeit, aber es hat nie jemand behauptet, dass Feminismus und Gleichstellung in der Gesellschaft mit einer Maßnahme eingeführt sind. Wir scheuen nicht die Mühe, auch diese vermeintlich kleinen Konflikte voranzutreiben und sie aufzulösen. Und ich glaube, das wird ein Verdienst sein, der, komme, was wolle, in den nächsten Jahren auch auf eurem Kerbrett sozusagen zurückbleibt. Chapeau und Anerkennung dafür, dass ihr das durchgezogen habt an der Seite von so vielen Feministinnen und Feministen, die sich über Jahre für dieses Thema eingesetzt haben. Und trotz dieser und vieler anderer produktiver Debatten und tatsächlicher politischer Erfolge, die wir auch ringen konnten in den letzten 2 Jahren, treffen wir uns heute nicht in besserer Stimmung mit Blick auf unsere Partei und die politische Lage im Land, als das vor 2 Jahren in Saarbrücken oder vor einem Jahr in Düsseldorf der Fall war. Woran liegt das also, dass wir nicht so richtig aus dem Quark kommen? Reden wir zu schlecht über unsere politische Arbeit? Haben wir ein Kommunikationsproblem? Oder ist es vielleicht eher so, dass die Parteien der Großen Koalition auch deshalb so schlecht dastehen, weil die Antworten, die sie geben und im Koalitionsvertrag niedergeschrieben haben, doch einfach zu klein sind vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die sich uns gesellschaftlich stellen? Ich glaube, dass insbesondere die SPD vor einem Dilemma steht. Wir haben es mit 2 von vielen Megatrends zu tun, die sich in besonderer Weise auf uns auswirken. Der eine ist der Trend zur Individualisierung, der insbesondere das Erstarken der Grünen auch mit erklären kann. Eine Gesellschaft, in der Menschen für sich selber sorgen, sich selbst verwirklichen. Eine Gesellschaft, die sehr geprägt ist aus der Denke und der Lebenswirklichkeit von eher wohlhabenden Menschen heraus. Und gleichzeitig eine Entsolidarisierung, die wir in der Gesellschaft erleben. Die Ergebnisse von 25, 30 Jahren hartem Neoliberalismus in unserer Gesellschaft. Und beides zusammen trägt vor allem eines in unsere Gesellschaft hinein, nämlich Unsicherheit. Es ist das dominierende Gefühl dieser Zeit. Gleichermaßen für junge Menschen, die zu 50% ihre erste Arbeitsstelle mit einem befristeten Arbeitsvertrag anfangen. Für ältere Menschen, die nicht wissen, wie es um ihre Rente später aussehen soll oder die es jetzt erst in den letzten Tagen durch die Grundrente tatsächlich erfahren haben. Unsicherheit für Menschen, die mitten im Berufsleben stehen und bislang nicht wissen, wenn sie unverschuldet ihre Arbeit verlieren, ob sie dann vielleicht nach einem Jahr ins Bodenlose fallen. Diese Unsicherheit wirkt sich auf beide Partner der Großen Koalition aus. Bei dem einen, der Union, durch praktische Untätigkeit. Es ist schon beklemmend zu sehen. Wir haben heute den 22. November 2019. Wer heute vor 14 Jahren Geburtstag hatte, am 22. November 2005, kann heute auf 3 Dinge gucken. Einmal auf den Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Zweitens darauf, dass man ab heute Mitglied bei den Jusos sein kann, wenn man 14 geworden ist. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Und als drittes kann man auf ein gesamtes Leben zurückschauen von nunmehr 14 Jahren, in dem vom ersten bis zum letzten Tag Angela Merkel die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland war, denn sie ist am 22. November 2005 gewählt worden. 14 Jahre eines ganzen Lebens, und wer auf diese Zeit zurückschaut, wird sich die Frage stellen müssen, was ist eigentlich passiert in der Zeit? Was hat diese Frau und ihre Partei tatsächlich gemacht,
Wann haben wir das letzte Mal etwas von ihr gehört? Ich finde es geradezu dekadent, wenn man als Regierungschefin dieses Landes mittlerweile über Monate aus allen wesentlichen Debatten abtaucht. Manche versuchen das zu verklären als einen besonderen politischen Stil, als Unaufgeregtheit. Versuchen zu sagen, Mensch, schau sie dir doch an auf der internationalen Bühne neben Trump, Erdogan und Co. Das ist doch die Bodenständigkeit in persona, die da vor uns steht. Seid froh, dass ihr so repräsentiert werdet. Aber das kann ja nicht ernsthaft der Anspruch sein, an dem wir Regierende in Deutschland messen. Ich finde es unangemessen, zu wesentlichen Themen der politischen Lage keine Meinung zu äußern, keine Orientierung zu bieten und damit auch massenhaft Menschen orientierungslos zurückzulassen. Diese Würgepartie um eine Kanzlerin, die keine Initiativen mehr bereithält, keine Impulse mehr in die politische Debatte gibt und wie ein Geist über ihrer eigenen Partei schwebt, wird zunehmend zur Belastung für die Demokratie und die demokratische Debatte in Deutschland. Und deswegen wird es Zeit, dass diese Amtszeit beendet wird, liebe Genossinnen und Genossen. Aber diese Unsicherheit wirkt sich auch auf die SPD aus. Nicht wegen Untätigkeit. Wir alle und auch viele über die SPD hinaus erkennen an, dass die Sozialdemokratie mal wieder der bestehenden Bundesregierung den Stempel aufdrückt, viel mehr nach Hause bringt und durchsetzt, als man eigentlich mit 20,5% erwarten könnte. Ich glaube, dass vor dem Hintergrund von Individualisierung und Entsolidarisierung der SPD im Moment etwas anderes zum Verhängnis wird. Die SPD hat in gewisser Weise ein Paternalismusproblem. Ich glaube, dass wir in unserer Art, Politik zu machen und Probleme von Menschen anzugehen, gelegentlich ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Die SPD ist zu einem Reparaturbetrieb geworden. Daran ist erstmal nichts falsch. Wir haben es zu tun mit ganz vielen Maßnahmen, die wir alle unterstützen, die aber häufig eines gemeinsam haben. Sie gehen nicht an die Ursachen von Problemen ran, sondern sie kaschieren im Nachhinein das, was durch falsche Politik aufgeploppt ist. Und ich möchte ein paar Beispiele nennen, die ihr aus der aktuellen Debatte kennt, um diese Entwicklung zu bebildern. Wir diskutieren auch rund ums Klimaschutzgesetz richtigerweise darum, dass wir Modellprojekte für 365-Euro-Tickets in Deutschland einführen, dass wir Kommunen und Landkreise dabei unterstützen, zu schauen, ob das ein Modell sein kann, Menschen für wenig Geld mobil zu machen bei sich vor Ort und damit auch einen Umstieg vom Individualverkehr auf den öffentlichen Nahverkehr zu schaffen. Ich glaube, so richtig das ist, dass die Erwartung an die Sozialdemokratie eigentlich wäre, eine Vision dahingehend zu entwickeln, dass wir hin zu einem gebührenfinanzierten öffentlichen Nahverkehr in Deutschland kommen müssten, zu einer Art Verkehrs-GEZ, wenn man so möchte, bei der alle Menschen nach ihren Einkommen und nach der Region, in der sie leben, einzahlen, verpflichtend in einen Topf. Dass wir nicht mehr Nutzerinnen und Nutzer orientiert erheben, indem die Leute Tickets kaufen, sondern indem wir sagen, Mobilität ist Gemeinwohl, Gemeinwohl geht uns alle an und fürs Gemeinwohl zahlen dann auch alle ein. Und aus diesem Geld bauen wir Netze auf, verlegen wir auch Strecken in den ländlichen Raum, machen wir Menschen mit kleinen Einkommen mobil, ohne dass sie noch ein Ticket kaufen müssen. Das erwarte ich mir als Antworten von der Sozialdemokratie und das wäre auch eine Antwort sozialdemokratischer Art auf die Klimakrise als Beispiel. Wir reden über Mietpreisbremsen, die aber häufig so bürokratisch sind, dass Menschen, die keine guten Kontakte zu Mieterinnen und Mietervereinen haben oder sich eingelesen haben, kaum in der Lage sind, ihre Ansprüche durchzusetzen. Ich glaube, eine klare Sozialdemokratie, die nicht paternalistisch versucht, ein bestehendes Problem zu kaschieren, sondern es tatsächlich zu lösen, müsste sich an die Maxime bauen, und zwar öffentlich bauen, kaufen, und zwar von den Privaten, an die wir vielerorts verscherbelt haben in den letzten Jahren, deckeln, so wie es bei mir zu Hause in Berlin im Moment passiert, wo wir für 5 Jahre Mieten einfrieren und wo nötig auch enteignen bestehen, liebe Genossinnen und Genossen, weil wir Kontrolle über den Wohnungsmarkt zurückgewinnen müssen und nicht uns in kleinteilige Verhandlungen mit der Vermieterseite begeben müssen darüber, dass sie doch gütigerweise ein bisschen langsamer die Mieten steigen lässt. Diese Maßnahmen wären dazu geeignet, Unsicherheit aus dem und damit Druck aus dem Kessel rauszunehmen und eben nicht nur kosmetisch an der Oberfläche rumzudoktern. Wir müssen reden über tatsächliche Investitionspflicht in diesem Land, in die öffentliche Infrastruktur und die Zukunft der kommenden Generationen. Nicht über Sonderinvestitionsprogramme, wo hier mal 3 Milliarden für den Schulneubau und die Sanierung ausgegeben werden oder anderswo zur Ertüchtigung von Verkehrswegen. Wir brauchen eine Verpflichtung für Bund, Länder und Kommunen, in dem Maße zu investieren, wie der Verschleiß an der öffentlichen Infrastruktur stattfindet. Und darüber hinaus brauchen wir Sonderprogramme, um den Rückstand von über 150
Milliarden in der öffentlichen Infrastruktur kontinuierlich in den nächsten Jahren aufholen zu können. Zukunft gibt es nicht für lau, wie wir in diesem Verband wissen, liebe Genossinnen und Genossen. Dafür muss investiert werden. Nichts ist falsch daran, wenn unsere Bundestagsfraktion über eine Deckelung der Rendite von privaten Altenpflegeeinrichtungen spricht. Das ist ein großes Problem in der Gesellschaft. Ich würde das immer politisch unterstützen, das durchzusetzen. Aber eigentlich muss es darum gehen, zu einer Rekommunalisierung der Pflege- und Altenversorgung in Deutschland zu kommen und dafür zu sorgen, dass überhaupt keine Gelder aus unserer gesetzlichen Pflegeversicherung abfließen, an irgendwelche privaten, an Aktienmärkten dotierten Konzerne abfließt, die damit Renditeerwartung von Anteilseignerinnen und Anteilseignern bedienen, liebe Genossinnen und Genossen. Es ist keinem Menschen zu erklären, den Pflegenotstand auf der einen Seite zu haben und davon Geld abzuzwacken für Renditeerwartungen. Und es ist ein großer Erfolg, die Grundrente eingeführt zu haben. Und sie ist wegen der SPD und wegen niemandem sonst eingeführt worden. Und trotzdem verstehe ich, dass Menschen unsicher sind, die nämlich nach dem Jahr 2025 in Deutschland in Rente gehen, also alle hier im Raum und viele Millionen Menschen darüber hinaus, die im Moment nicht wissen, wie es dann mit der gesetzlichen Rente überhaupt weitergehen wird. Grundrente ist eine richtige Maßnahme. Aber der SPD muss es um eine Erwerbstätigenversicherung gehen, bei der Selbstständige, Beamte, Politikerinnen und Politiker einzahlen, damit man den Satz, wir wollen die gesetzliche Rente sichern, den wir alle so meinen, tatsächlich auch mit Fakten unterlegen und dem Koalitionspartner ein klar kontrastiertes Gegenprogramm zu seinem neoliberalen Gewäsch entgegenhalten kann, liebe Genossinnen und Genossen. Was wir Jusos uns von der SPD wünschen, ist eine Radikalität im Wortsinn. Radikal heißt, an die Wurzeln von Problemen ranzugehen. Und ich glaube, das vermissen Menschen an unserer Partei in den letzten Jahren. Wir kriegen viel Zuspruch für Formulierungen in Wahlprogrammen oder das, was wir in Reden und auf Veranstaltungen äußern. Viele kennen den Satz, wäre die SPD mehr wie du, dann würde ich sie vielleicht auch wählen. Aber der Glaube daran, Probleme tatsächlich bei der Wurzel zu packen und sie zu lösen, der ist in den letzten Jahren an manchen Stellen verloren gegangen. Ich glaube, es ist Zeit für Zukunft. Und das heißt, keine halben Sachen in unserer Partei zu machen. Und dafür wollen wir mit Nachdruck sorgen als Jusos. Wir sind in den letzten 2 Jahren über uns hinausgewachsen als Verband. Wir sind stärker geworden, nicht nur zahlenmäßig, sondern auch in unserem politischen Gewicht. Wir haben aus nahezu reinem Ehrenamt heraus eine politische Welle entfalten können an verschiedenen Stellen gegen jede Wahrscheinlichkeit dessen, was uns eigentlich an Mitteln zur Verfügung steht. Ich habe so viele Jusos getroffen in den letzten 2 Jahren. Manche waren 14 Jahre alt, andere waren 35 Jahre alt, wieder andere waren 80 Jahre alt. Mit und ohne Parteibuch. Wir sind, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, zu einem Fixpunkt ganzer Teile unserer Partei und darüber hinaus geworden. Nicht nur der Jüngeren ausdrücklich. Wir sind das wahrnehmbare und öffentliche Gesicht des linken Parteiflügels dieser Partei. Und wir nehmen diese Rolle in dem Wissen an, dass wir an der Seite von Zehntausenden Genossinnen und Genossen Verantwortung für die Zukunft dieser Partei, ihre Richtung und strategische Ausrichtung haben. Und aus dem Wissen um diese Rolle, aus dem Wissen um unser Gewicht und die Kragenweite, die wir uns erarbeitet haben, übernehmen wir Verantwortung. Wir übernehmen Verantwortung, indem wir nicht rumschwurbeln, sondern klar sagen, was wir von unserer Partei inhaltlich erwarten, aber wie diese Konzepte auch glaubwürdig und mit der richtigen Strategie unterfüttert werden können. Deswegen haben wir uns erlaubt, in den aktuellen Kampf, die Auseinandersetzung um unsere neue Parteispitze, ja nicht einzugreifen, aber uns zu positionieren. Ui, war der Aufschrei groß vor 3 Monaten, als ich es mir erlaubt habe, mich öffentlich zu äußern und sich dann auch immer größer werdende Teile unseres Verbandes geäußert haben zu dieser Frage. Als wir es uns erlaubt haben, uns für ein kandidierenden Paar auszusprechen. Und ich weiß sehr genau, nicht alle Jusos, auch nicht alle hier im Raum, unterstützen dieses Paar. Aber ich verstehe die Aufgabe dieses Verbandes und auch seines gewählten Vorstandes darin, Orientierung zu bieten für den Verband selbst, aber, wie ich eben beschrieben habe, auch darüber hinaus. Sich wegzuducken und hinter vorgeschobenen Argumenten, eine öffentliche Positionierung würde die Mitglieder bevormunden, sich dahinter zu verstecken, halte ich ehrlich gesagt für ein bisschen unpolitisch. Wenn, dann müsste man gleichermaßen argumentieren,
dann müsste man bitte gleichermaßen argumentieren, dass das Wahlplakat, an dem man auf dem Weg zum Wahllokal bei einer Bundestagswahl vorbeiläuft, auch eine massive Beeinflussung von Wählerinnen und Wählern und damit eine Zumutung ist. Das würde aber niemand behaupten, weil es darum auch gar nicht geht. Es geht auch nicht darum, ob es legitim ist, sich für ein Paar zu positionieren, sondern es geht darum, dass wir mit dieser Positionierung für Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken den Status quo in der Sozialdemokratischen Partei in Frage stellen. Den Status quo der Großen Koalition, den Status quo dessen, dass Stillschweigen für einige eigentlich schon wieder klar ist, dass die Große Koalition auch nach dem anstehenden Parteitag und trotz vereinbarter Halbzeitbilanz munter weitergehen wird und es auch gar keine Notwendigkeit für neue politische Vereinbarungen gibt. Den Status quo, dass sich im Vorstand vor allem Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und Mitglieder der Bundesregierung und der Landesregierung treffen, dass Jusos außen vor bleiben und dass wir das so machen, wie wir das immer gemacht haben. Diesen Status quo, ja, den stellen wir in Frage. Und wir unterfüttern das mit einem Personalangebot, für das wir uns aussprechen. Und das sind nicht zwei Jusos, das ist mir klar. Aber wir haben auch nie gesagt, dass unsere Generation die schlauere ist oder dass nur wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Denn wir stehen an der Seite von vielen in dieser Partei, auch über 60- und Ende 50-Jährigen, die genauso wie wir wollen, dass die SPD aus der neoliberalen Pampa rauskommt und das glaubwürdig mit ihren Gesichtern auch unterfüttern, liebe Genossinnen und Genossen. Und die genauso wie eben beschrieben bereit sind, den zweiten Schritt dann auch nach dem ersten zu machen. Es nicht bei den Korrekturen zu belassen, sondern an die Wurzeln der Probleme ranzugehen. Mit diesem Versuch, diese Machtfrage zu stellen und sie auch für uns zu entscheiden am Ende, sind wir weit gekommen. Wir sind jetzt in diesem Abstimmungszeitraum und es stehen jetzt noch zwei Teams zur Auswahl. Und ich möchte klar dazu sagen, wir alle haben mit dem Eintritt in die Sozialdemokratische Partei eine Entscheidung getroffen, dass wir Politik auch unter den Bedingungen von Kompromiss machen. Wir haben uns dagegen entschieden, uns in einen kleinen Stuhlkreis zu setzen, uns dort gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und uns zu freuen, dort eine reine Lehre zu vertreten. Wir haben uns in den Widerspruch hineinbegeben, uns mit Menschen auseinanderzusetzen, uns an ihnen abzuarbeiten, gelegentlich auch zu unterliegen in Abstimmungen, mit denen wir nicht alle, aber viele Übereinstimmungen teilen. In diesem Sinne treten dort zwei Pärchen an, von denen beide für sich in Anspruch nehmen können, sozialdemokratische Pärchen zu sein. Beide die Spannweite unserer Partei tatsächlich abdecken. Beide ihren Platz und ihren Sitz in dieser Partei haben. Aber eben auch Konzepte, die so unterscheidbar sind, dass man mit Fug und Recht von einer Richtungsentscheidung sprechen kann. Ich werde nicht austreten aus dieser Partei, wenn das von mir gewünschte Paar am Ende nicht gewinnen wird. Ich werde auch nicht bockig sein, wenn es passiert. Aber ich werde die nächsten zwei Wochen, so wie ich die letzten drei Monate dazu genutzt habe, nutzen, um alles dafür zu geben, dass es zu dieser Situation nicht kommt und wir den Richtungswechsel in der SPD hinbekommen, damit wir ihn gemeinsam solidarisch danach gestalten, so wie wir uns solidarisch einbringen werden, aber eben kritisch, wie man es von uns kennt, wenn wir uns nicht durchsetzen. Das sind demokratische Selbstverständlichkeiten. Es geht auch in dieser Abstimmung nicht um die Existenz der SPD oder darum, ob der Teufel demnächst auf dem Sitz des Vorsitzenden ist, aber es geht um viel in der Abstimmung. Es geht vor allem um Glaubwürdigkeit bei Millionen Wählerinnen und Wählern. Wir sind angetreten mit SPD erneuern vor zwei Jahren. Wir haben das Versprechen abgegeben, dass wir uns erneuern. Wir haben in Beschlüssen einiges nachgelegt. Aber wenn wir das nicht auch personell unterfüttern und zeigen, dass diese Partei in Zukunft ein anderes Gesicht und eine andere Stimme haben wird, dann werden wir uns noch mehr den Arsch aufreißen müssen. Das machen wir gerne. Aber ich würde die Zeit und die Kraft gerne für produktivere Arbeit aufbringen müssen, als immer die Scherben der SPD hinterher zu fegen, liebe Genossinnen und Genossen. Und in diesem Sinne möchte ich eines zum Abschluss sagen. Ich habe bewusst mich in dieser Woche vor diesem Kongress dazu geäußert, wie ich mich auch selbst einbringen möchte in den nächsten zwei Jahren. Einerseits, indem ich mich heute, das werden wir später noch haben auf der Tagesordnung, zur Wiederwahl stelle hier als Juso-Bundesvorsitzender. Andererseits, indem ich gerne das Versprechen einlösen möchte, für das wir Jusos insbesondere, aber nicht nur, seit zwei Jahren antreten. Wir haben gesagt, wir möchten Verantwortung in der SPD übernehmen. Wir möchten, dass sie sich verjüngt, dass sie vielfältiger wird. Davon ist bisher noch nicht so fürchterlich viel zu sehen, auch wenn Delara jetzt im Europäischen Parlament sitzt.
zusammen mit Timo. Wir möchten gerne, dass das sichtbar wird, mit möglichst vielen Jusos, die auf allen Ebenen Verantwortung übernehmen. In den Landesvorständen der SPD, wo das vielerorts heute schon der Fall ist und sich auch in praktischer Politik zeigt, wie der Unterschied ist, wenn dort Jusos am Werk sind. In den Parlamenten, wo wir darauf bestehen, dass die SPD beim nächsten Mal die politische Kraft ist, die junge Menschen sichtbar macht in den Parlamenten und dafür sorgt, dass sich die Türen für sie öffnen und sie nicht von draußen kratzen und gegen dieselbige Türen treten müssen. Aber eben auch im Führungsgremium unserer Partei. Ich habe nicht die letzten 2 Jahre Kritik geäußert und mich mit der Parteispitze kritisch, aber wie ich finde, solidarisch auseinandergesetzt, um dann später den Schwanz einzuziehen und zu sagen, bin gar nicht bereit, selber Verantwortung zu übernehmen. Natürlich werde ich kandidieren auf diesem Bundesparteitag für den Parteivorstand der SPD, um zu zeigen, dass wir Verantwortung übernehmen. Und ich hoffe und denke, dass ich nicht der Einzige sein werde, der dort kandidiert und dem Parteitag ein Angebot macht, damit die tatsächlich auch auswählen können. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das, was ich mitunter heute auch in dem einen oder anderen Artikel lesen durfte, tatsächlich irgendwo Meinung in unserem Verband ist, nämlich dass es ein zu viel an Jusos im Parteivorstand oder an anderer Stelle in Verantwortung der SPD geben kann. Damit fangen wir gar nicht erst an, liebe Genossinnen und Genossen. Es ist noch viel zu wenig und eine Schwalbe macht keinen Sommer. Und deswegen werden wir nicht Ruhe geben, bevor wir dieser Partei von vorne einen Stempel aufdrücken können. Wir verlassen uns nicht auf Senioritätsprinzip und darauf, dass Leute uns nach dem Mund reden und in unserem Sinne handeln. Wir setzen selber jungsozialistische Politik durch, nicht nur aus dieser Halle, sondern von der Spitze der Sozialdemokratischen Partei, die wir zu unserer Bewegung machen wollen. Dafür sind wir die letzten 2 Jahre angetreten. Dafür danke ich euch für die Unterstützung, die Solidarität. Bitte um sie für die nächsten 2 Jahre und für die nächsten 2 Wochen, denn es geht ums Ganze für die SPD und damit für unsere Gesellschaft und den Zusammenhalt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.